Am Wochenende war es wieder soweit. Das Vogelschießen in Lindau fand am 11. Juni wieder statt. Die Festlichkeit fing mit dem Umzug durch Lindau an. Auf diesen spielte die Volksdorfer Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr. Auf dem Festgelände fand dann im Anschluss die offizielle Eröffnung statt. Dabei gab es auch Auszeichnungen, die durch den Oberbürgermeister und Mirko Espig ausgestellt wurden. Frischen guten Wind in die Ortswehr in Lindau bringt und im Namen des Freistaats Sachsen verleihe ich Kamerad Dieter Albrecht für 40-jährigen aktiven ehrenamtlichen Dienst der Freiwilligen Feuerwehr das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold. Das tue ich mal stellvertretend für den sächsischen Staatsminister, der heute schon nicht mehr im Amt ist, aber alles Gute und dieser kleine Orden darf weiterhin, darf ab jetzt die Uniform zieren. Ganz herzlichen Dank für den Dienst, fürs Gemeinwohl dieser Werkstatt und von Lindau insbesondere. Bis ca. 17.15 Uhr ging das Preisschießen. Im Anschluss fand dann das Königsschießen statt. An diesem nahmen 11 Teilnehmer teil. Alle wollten der neue Schützenkönig werden. Doch diesen Titel holte sich Sebastian Kühn. Um die diesjährige Schützenkönigin zu ermitteln, wurde im Anschluss das Luftgewehrschießen veranstaltet. Diesen Titel holte sich Katrin Dittrich. Im Interview sagt uns der neue Schützenkönig und die neue Schützenkönigin, wie es ihnen mit ihrem neuen Titel ergeht. Also das ist eigentlich ein Gefühl, unbeschreibbar. Ich muss sagen, wir haben nach langer Corona-Zeit endlich wieder unser schönes Schützenfest feiern können. Bei bestem Wetter, einer tollen Atmosphäre. Und ich bin einfach überglücklich, dass ich heute das Herz vom Mast holen konnte. Und freue mich auch, dass das mein Opa, der auch viel für den Verein investiert hat an Zeit und alles, das auch noch miterleben durfte. Ich fühle mich großartig, bei der wunderschönen Atmosphäre auch noch Königin zu werden. Toll, richtig toll. Der Chef der Schützenbeteiligung, Dirk Emrich, sagte uns im Interview, was er sich von den diesjährigen Vogelschießen erhoffte und was die Hauptattraktionen sind. Ja, da schaue ich mit großer Erwartung drauf. Das ist dann das 10. Schützenfest, was ich veranstalte. Weil eins ausgefallen ist. Ich bin also jetzt im 10. Jahr, aber dann ist es das 10. Schützenfest. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja, also die Sektion Schützen ist ein Teil des Sportvereins Lindau. Im Sportverein Lindau sind wir ca. 230 Mitglieder und die Sektion Schützen beinhaltet ca. 15 Mitglieder. Wir sind natürlich, ich denke, wie jeder Schützenverein relativ hoch im Altersdurchschnitt und freuen uns natürlich über jeden jungen Nachzug. Ist aber natürlich wie überall nicht ganz so einfach. Okay, also unser Schützenfest startet natürlich mit dem jährlichen Preisschießen auf den Vogel, wo jeder etwas gewinnen kann, der vom Vogel etwas abschießt. Das geht so lange, bis alles runter ist und danach wird der Vogel umgelegt und ein Herz montiert. Und der, der das letzte Stück vom Herz runterschießt, ist dann der Schützenkönig. Neben dem Schießen auf den Vogel und dem Herz gibt es dann noch das Luftgewehrschießen, wo die Schützenkönigin gekürt wird. Die mit der höchsten Punktzahl, sollte es einen Gleichstand geben, wird noch ein Stechen gemacht. Auf das Königsschießen, also auf das Herzschießen, darf jeder, der im Sportverein Lindau ist, über 18 Jahre alt ist und ein männlicher Teilnehmer ist. Mirko Espig, Chef von SV Lindau, nannte uns, was sich alles in den letzten Jahren und Monaten verändert hat und was er sich für die diesjährige Saison erhofft und erwartet.
Ja, in den letzten Monaten konnte hier sehr viel an der Sportstätte getan werden. Wir haben jetzt zum einen mit der Verkleidung, also der Verschönerung der Sportstätte von außen begonnen. Das heißt, wir konnten Dämmung anbringen, ökologische Dämmung, also wirklich nachhaltig. Und wir haben unseren Fußballplatz komplett neu gestaltet. Die Mitgliederzahl ist in den letzten Jahren weiterhin gestiegen, trotz Corona. Wir haben glücklicherweise Corona gut überstehen können, haben jetzt eine ganz starke Jugendgruppe mit 63 Kindersportlern und Sportlerinnen, sind wir ganz gut aufgebaut. Und deswegen, denke ich, können wir erfolgreich oder mit froher Hoffnung in die Zukunft gucken. Ja, wir hoffen natürlich, dass zum einen die Fußballer wieder ganz normal in die Saison jetzt starten können, dass Corona nicht so in der Form wieder zurückkommt. Zum anderen wird natürlich der Punkt sein, dass wir hier in Linda ein Trainingscamp für Kinder haben werden und traditionell mittlerweile den 51. Crosslauf haben werden. Das ist am letzten Wochenende des Oktobers, also genau da, wenn die Zeit umgestellt wird. Und da freuen wir uns auf viele Leute, die hier ein paar Runden drehen wollen. Mein besonderer Dank gilt allen, die hier dazu beigetragen haben, besonders jetzt in der letzten Woche, ja, alles noch zu richten, dass jetzt wirklich dass noch alles fertig wird, die aber auch über diese ganze lange Bauzeit durchgehalten haben, die immer auch vorangegangen sind, auch an die Kooperation mit der Feuerwehr, weil wir hier durch diese Kooperation sehr viel auch davon gewinnen können, und das ist, denke ich, wichtig, und davon lebt unser Dorf. Für die Gäste war viel geboten. So gab es eine Tombola mit vielen schönen Preisen. Kleinere Gäste konnten basteln und für Essen und Getränke wurde gesorgt. Am Ende wurde der Schützenkönig noch gefeiert und so neigt sich das Vogelschießen in Linda 2022 auch schon langsam dem Ende. Wir gratulieren den neuen Schützenkönig und der neuen Schützenkönigin und freuen uns auf das Vogelschießen 2023.